Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin der Heldraut. Und heute mit dem guten Faith und dem Burning im Platoon. Hallo ihr beiden. Ja, ein kurzes Entschuldigung an dieser Stelle, dass ich jetzt so lange, dass ich einmal aussetzen musste. Ich glaube einmal musste ich aussetzen mit Replays. Mir ging das Material einfach aus. Mir ging tatsächlich das Material aus, erst konnte ich mich nicht retten, ich hatte die Auswahl. Und ja, jetzt ging mir das Material aus. Aber egal, genug geheult. Mimi. Jetzt wieder was am Start. T-34-3 mit Faith. Schön. Mit dem lieben guten Faith und meinem, ja, sinnlose Aktionen-Buddy Burning. Wir haben immer verdammt viel Spaß und die geilsten Aktionen, die irgendwie immer, irgendwie passen die immer. Also ich glaube, wir können uns eigentlich die na, jetzt ist es weg, egal. Der Gag ist weg. Haha. Ja. Auf. Wer ist gerade eigentlich? Redshire, verdammt. So, ja, der Type 59, ein lange gehypter, eigentlich nach wie vor gehypter Tank. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht so dolle. Wurde halt lange stehen gelassen, nichts dran gemacht. Da gab's nicht auf den T20, T34-3. Ein Medium. Meiner Meinung nach ein verkappter, guter Medium. Macht viel Damage. Kann auch ein bisschen was. Kann auch ein bisschen was pingen lassen. Hat auf der AP 175 Durchschlag, 390 Alpha. Ja. Ist so ein irgendwie vergessener Tank, finde ich. Oh, Burning, oh. Sehr mutig. Das ist sehr mutig, dir kann da keiner helfen. Der P43 hat, glaube ich, irgendwie 3 Schüsse oder sowas. Ärgerlich, die Art hier hat. Ja, schade, der geht raus. Der hat T26 E4 aus der Mitte. Ja, warum jetzt so Stopp? Weil, ganz einfach, ich verstehe es nicht. Hier, der Buddy. Ich muss das pingen, das tut mir leid, das habe ich sehr ungünstig getroffen. Moment. Der Burning ist hier vorgefahren. Hatte nur Backup vom Faith. T34, 100, konnte nichts machen. Der Mensch hätte eigentlich hinten durchgemusst. Aber gut, ist jetzt so. So, und die Jungs. Also, die hier, ja. 3485 Scorpion, E25, Cromwell B. Ja, Cromwell B jetzt nicht unbedingt, aber der Rest hier, ja. Die Jungs hätten einfach hier in die Kuhle reingemusst, den T20 raus, alles wäre schick gewesen. Faith, T34-100 hier hinten rein, die Sue weggepumpt. T34 während der Fahrt weggesnackt, da steht da irgendwo unterm Stein, da passiert nichts. Und zu guter Letzt, den KV85, das wäre eine Sache von, weiß ich nicht, 1,5 Minuten gewesen, wenn überhaupt. Dann steht man hier drüben, kann klasse Kreuzfeuer hier runter auf die T26 E4s aufbauen. Die Dudes stehen hier, also hier auf dieser Ridge da, können da reinschießen, also sprich hier, stehen hier. Der E25 kann sich hier oben reinstellen in so einen Busch. Ich glaube sogar, der kann da schießen, ohne dass was passiert. Kann die rausnehmen, Kreuzfeuer, GG, alles gut. Aber leider nein. Ich sehe gerade, der Faith hat die Rationen mit und kein Feuerlöscher. Naja, tricky, ne? Russentanks brennen auch gerne mal, beziehungsweise Chinesen. Ich wollte gerade sagen, Zeit gelassen, schön geaimt und dann in die Ketten gesetzt. Auch das kann passieren. So, ein zweites Mal. Ja, da ist der Schaden. 394 in die Kette. Und da ist der KV85. Hat die Chance gesehen und genutzt. Das könnte ein Hit gewesen sein. Nein, das war keiner. Hoppala, da war das Mikro im Weg. Noch fast Zeit gelassen. Da ist die Stalin Edition oder Putin Edition. KV85 hat rundherum irgendwie nur 60 bis 90 Panzerung. Aber 175 Penne, die pingen da halt mal. Das passiert. 75 oder 45? 75. Da ist der E4 seitlich. Sehr schön. Das meine ich mit dem Kreuzfeuer. Sie haben sich da jetzt selber reinmanövriert. Ich weiß nicht, warum da reinfährt. Ist mir aber egal.
Es ist bekannt, dass der 34-3 da steht. 368, ziemlich low gerollt. Aber irgendwie schon zweimal. Wunderwanne. Das wäre doch gegangen, warum nicht? Ja, gut. Heute auf den Nebelwerfer zielen. Der geht aber ins Nirvana. Jetzt ist der 26E4 wieder so weit, dass er den Turm drehen muss, weil er einfach zu viel von rechts schießt. Somit kann Faith noch eine reinsetzen. Arty gibt nochmal einen mit. Splash Damage, nochmal Splash, nochmal Splash. Das war die gegnerische Arty. Und für 56 nochmal ausgenommen. Wir sind bei 2700 Schaden, 240 geblockt und 136 gespottet. Da ist Mr. Stalin Edition wieder. Ja, alles klar. Ist in Ordnung. So, die Sue hat sich lange nicht gezeigt. Wo ist der Kollege? Der Oberstdenker? Aus der Panda Crew, da ist er. Oh oh. Nicht durchschlagen, schade. Okay, warum der jetzt nicht rauskommt? I don't know. Na, kommt Mr. Stalin Edition nochmal raus. Kriegt das hin? Ui, das war knapp. Ich hatte mein Mikro wieder aus, wie immer. Und ins Gesicht. Tschüss. 325. Beiden Artis haben nochmal reingewichst. Wix, wix, da ist die gegnerische Arti. Und da ist der lang ersehnte Schaden für 400. Als Belohnung gab es nochmal ein bisschen was über den Hyrule. K85 durfte allerdings auch nochmal Schaden machen. Wollte gerade sagen, er wird auch nochmal schießen dürfen. Nein, darf er nicht. Da geht er raus. Und just kill Nummer 4. Kill Nummer 4? Lol. So, damit steht es 11:8. Allzu spannend kannst du jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, AT15 wird nochmal kreblich. Aber alles andere sollte jetzt nicht allzu spannend werden. Naja, T37, AT15 sind da irgendwie noch out of game. Begnügen sich mit einer ESM. Ja, was soll noch groß passieren? Da ist die Arti. Langsam rüber eben. Sehr schön. Und tschüss. Salavi. So, die Hummel wird da wahrscheinlich nicht weit wegstehen. Ja, da ist er. Und tschüss. Cromwell, hast du dir so gedacht. 4116 Schaden. Und jetzt die restlichen beiden Dana Farmen. Ich weiß nicht, ob ich mich ins Cap gestellt hätte. Kill Nummer 6 hast du. Das heißt, es gibt unter anderem eine Medaille. Ja, da ist doch nichts mehr dran. 48 und. Was hat der Cromwell? Der hat hier sie. Ach komm, da brauchst du da nicht hinfahren. Ja, da sind sie raus. T37 wird sich jetzt noch die Artis holen wollen, wenn er gescheit ist. Ja, du bist. Ja, gut. Was heißt vergessener Medium? Er ist halt recht langsam. Er ist halt auf Stufe 8 recht langsam. Ja, der T37 ist weg. Guck mal, da brauchst du nicht weiterfahren. Er ist auf dem Weg zu den Artis. Die 44er. Wer will ihn da, glaube ich, auch spawnen? Was? Wie hat er denn das gemacht? Ja. Genau. Ja, klar. So, jetzt nimmt den irgendjemand raus, bevor du da bist. Kurz bevor du da bist. Ja, da ist die Arti. Na? Ja, der Schuss vom Skorpion. Vom T3485. Nein, das ist der 7. Kill. GG. 10.000 wie Nacht. Da war die Bildschirmaufnahme aus. Dü-düm. So, was haben wir hier? Geaced. Pascucci für 2 Artis. Und Top Gun für 6 Kills. 4.122 Schaden. 7 Kills. Das bedeutet, Most Damage Dealer im Game. Mehr wie die 11 Mann. Sau. Im Gegnerteam. Ja, ist in Ordnung, ne? 23, 20, 14.
4-1, der Rest. Das ist halt Medium. Das ist halt langsam. Bla 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 bla. Es war Tagessieg mal 3. Upsala. Mein Flow, den müsst ihr nicht sehen. 9000 Erfahrungen. Das geht in Ordnung. Ich bedanke mich fürs Einsenden des Replays und ja, schönen Tag noch, euer Heile.